so crazy? Don't mind if I do! Was geht, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, den Gamer B. Heute sind wir hier in Umag. Mit dabei ist der Korfab Abfa. Und ja, wir machen jetzt hier schon mal die Rumtoure. Hure, sowas. Okay, fahr wie sein Dings, ne? Alles Mögliche hier. Voll die Chill-Lounge. Okay, Fernseher, TV, alles Mögliche. Karte ist da. Wo ist die Karte? Ist da vorne, glaube ich, oder? Die ist in der. Der Barberzimmer. Barberzimmer sieht so aus. Ja, haben wir schon eingerichtet müssen. Ich wollte ja vorher dagegen laufen, weil ich das nicht gesehen habe. So, machen wir das Barberzimmer Licht aus. Und wenn wir das Tuch schieben, machen wir nicht. So, Fabi, deine Meinung zu diesem Ding? Hey, ganz nice. Richtiger Vivi. So, okay, ja. Jetzt kommen wir hier noch rausfinden, ne? Ihr wisst jetzt alle, wo wir sind. Also danke, weil das Video kommt sowieso später. Ha! So, wenn man Lentop mit, wenn man aufgetunt extra. Gaffin, was haben wir da eingebaut? Was wir da eingebaut haben? Damit der jetzt besser und fair und transparent ist. SSD. Genau, DSL-Mode haben wir eingebaut, damit es jetzt besser läuft. So, fuck. Komm, kann man auch hier rein. Das leuchtet so das Ding. Super. Ja. Und ja, gibt bis jetzt noch nichts zu sehen. Wir haben die ganze Zeit. Wir waren die ganze Zeit da unten nochmal gechillt ein bisschen, haben gegessen, getrunken und alles mögliche. Und da sind wir ein bisschen lang gelaufen, weil da hinten, man sieht es nicht. Sorry, dass da nicht so eine krasse Kamera auf, damit ich jetzt bis da raus und wir kommen nach Ägypten. Ja, super, Raphael, oder? Mhm. Super. Also, hier Licht geht da hinten an. Geht da wieder aus, aber ganz neu. Und jetzt hier, ihr habt das die ganze Zeit gedruckt, da passiert aber irgendwie nichts. So, Telefonstreiche kann man auch machen am Abend. Beste Beleuchtung ever. So, und das hier geht das hier da hinten an. So, und die anderen Knöpfe, da ist wieder so ein Knopf dabei, der nicht funktioniert. Aber ich glaube, das ist die Klimaanlage, die kann man überall bedienen. Jo. Fernsehdinger gibt es auch hier. Aber wer guckt denn heutzutage im Fernsehen, bitte? So, Minibar gibt es auch hier. Da gibt es Snickers, Fabi. Kiki-Riki-Kiki. Was? Na, warte mal, ganz langsam. Kiki-Riki gibt es hier alles, klar. Pfaff gibt es auch hier. Ein Dosensoßenöffner, ein Red Med Bull. Und das haben wir hier, was ist das hier? Achso, das ist auch ein Fruchtsaft. So, Pfaff, Cola, guck, haben wir Jana-Tee. Jana-Eistee. Ist doch. Ich guck mal her, Alter, das ist das hier. So, was haben wir hier noch? Ist noch Jana-Wasser, oder? Natürlich ist ja Jana-Wasser. So, was haben wir hier noch? Noch mehr Wasser. Was ist das? Ja, Mika, okay, immer mal was anderes. So eine Coke ist auch hier, Gläser. Okay, der Jana Kühlschrank ist auf jeden Fall befüllt. Mama schnitt normal, ja. Ich tun halt ein bisschen rum. So, was haben wir hier? Das ist der Speisekarte oder was? Kann man sich was ins Zimmer duschen? Langweilig. So, das brauchen wir nicht. Die Wände wurden ja anscheinend schon wohl voll gekritzelt. Schauen wir hier. Epic Fail. Was haben wir hier noch? Istria Experience. GeForce Experience oder sowas. Aha. Fabi? Buch. Okay, dann nehme ich es am besten. Das wirst du mir am Abend noch mal komplett durchlesen. Also so ist Leute, das war's. Schaut aber bei eure Kamera abpacken. Nee? So Leute, da sind wir wieder. Oh, Fokus. Gut. Egal, scheiß auf den Fokus. Ja Leute. Wir sind jetzt wieder weg, es ist kurz vor 17 Uhr. Wir waren noch ein bisschen da hinten rumbummeln. In der scheiß Autofokus hat immer funktioniert, oder? Ja, da hinten. Ich zoome mal ran, da hinten sind wir ein bisschen lang gelaufen. Und haben geguckt, dazu gibt's. Selbst das Snickers-Eis habe ich gegessen, Fabi. Ja? Ja. Genau, das Snickers-Eis, das war Meme. Und
Jetzt sitzt man hier und wir haben das WLAN übrigens bekommen auch. Man muss einfach runter zur Rezeption fragen, kann man das Internet, und dann haben sie gesagt, hier einen Zettel gegeben, man muss das einmal einlösen und dann hat man es für immer. Also immer wenn wir herkommen, ja, haben wir direkt das WLAN. Und das Ding ist, wir haben direkt auch im ersten Stock eigentlich, das ist das Geiste daran, man hat ein besseres Internet. Und die haben wirklich gutes Internet, vor allem für das Speedtest gemacht. Wie viel haben wir? 20 down und 50 up oder so. Ja, das ist echt krass hier. Da könnte man sogar längst ein Video hochladen. Mhm. Das ist, wie wir haben eigentlich unser Internet hier. Man kann einfach auf Instagram oder was weiß ich, alles ganz einfach mal. Ich habe auf jeden Fall vorproduziert, wenn das Video schon gekommen ist. Ich bin heute den Tag, wo dieses Motorrad-Video kam. Und dann wird morgen das Video kommen mit der YouTube-Kacke. Bin echt sehr, sehr froh, wie das eigentlich bei euch so ankommt. Weil bei mir ist es noch nicht da, weil, ne, Vorproducer haben immer ein bisschen Arbeit. Aber ja, Sims ist eigentlich gekommen. Ja, Sims ist auch gekommen. Und dann noch Sims. Kommt dieser Vlog, ich schneide immer meine Vlogs vor. Naja, Leute, später ist ab der Cheat. So, da sind wir wieder, oder da bin ich wieder. Fokus, macht keine Problems wieder. Naja, egal, wir brauchen nichts sehen. Also, ich habe hier mittlerweile das Licht angeschaltet. Draußen ist es sehr stockdunkel schon geworden. Können wir mal rausgehen, wenn sich es nicht spiegelt. Man sieht die ganzen Lichter da draußen. Naja, das Meer ist verdunkelt. Naja, und der Leuchtturm müsste, glaube ich, auch bald, aber den sehen wir hier nicht, weil das etwas auf der anderen Seite dahinter extra sogar geteilt, dass wir auf dieser Seite hier sehen können. Und ich auf die andere Seite, wo die Straße ist, weil das ist ja so stinklangweilig, weil wir wollten aber endlich mal wieder ins Meer. So, und habe ich ja nicht eh gezeigt. Ich habe hier noch meine Schuhe. Und ja. Abendessen haben wir auch, ich habe jetzt nicht so viel Hunger gehabt. Wir haben auch, nee, bis jetzt haben wir noch nicht unser Laptop aufgebaut, das machen wir morgen. Weil wir haben morgen vor, ein Teamspeak mal einfach mal zu gehen, weil wir haben extra unseren PC getuned, wie Fabio gesagt hat. Wir haben ihn komplett aufgetuned. War mega super, jetzt haben wir, hier können wir es aussortieren. Ja, ich habe mir einfach hier das Licht gegönnt, das ist super. Ja, und sonst nichts eigentlich. Ich habe mir eh hier Sachen, Schokolade mal übernommen, ein bisschen zu essen. Hier muss ich mal Pringles, jetzt habe ich erst gekauft. Und Müller was auch ein bisschen. Aber sonst geht jetzt gar nichts mehr ab. Ich werde dann einfach auch weiter YouTube gucken. Also echt, das Internet ist ja top klasse. Ich gucke Videos, weil ich habe ja ein neues Tablet, man kann damit 1440p gucken. Ist ein sehr gutes Tablet, muss ich sagen, also von iPad, haben wir iPad genannt. Ja. Kann man sich eigentlich kaum beschweren, weil das Ding ist, das rockt einfach alles weg. Nur wenn die Videos halt in 4K sind, jetzt gucke ich mal, jemand der... Ja, ich habe mir einfach mal, jemand hat mal Frauentausch-Folgen hochgeladen, die kompletten Folgen. Und ich habe mir die damals mal runtergeladen, bei mir hochgeladen und auf privat gestellt, so damit ich die immer angucken kann. Aber ich meine, mich trifft es ja nicht, keine Schuld, ne? Das haben ja viele andere auch gemacht. Eure Lieblingsfolgen downloaden. Und das habe ich auch gemacht und dann guckt ihr die zum Beispiel vom Psycho-Andreas die komplette Folge an. Na gut, ne, was soll man sonst anders machen? Im Fernsehen läuft ja nichts Cooles. Ich bin ja kein Fernsehgucker. Nur Silvester oder Weihnachten guckt man Fernsehen. Aber also so spezielle Feiertage, zum Beispiel Ostern oder sowas. So Feiertage, die man fast immer feiert. Außer bei Geburtstagen oder sonstiges. Das gucke ich ja am Fernsehen mit der PS4 vielleicht mit Kumpels. Weil alleine ist es so lame. Und ja, ich habe auch jetzt gar keine Lust, irgendwie was zu zocken. Ich gucke lieber mir an. Ja, das mit der Bettdecke wird noch immer ein Problem sein, glaube ich. Na gut. Es ist ja eh so heiß drinnen wie sonst wie. Auf dem Balkon gehe ich jetzt nicht raus, weil da sitzen mal Leute unten. Dann müsste man nicht mit der Kamera hier vorne stehen und dann denken sie sich so: Ja moin. Ja moin, ja moin. Aber. Oder warte mal, sitzen noch Leute? Ich gucke jetzt mal nach. Gehen nur einige Leute. Dann fahren noch ein paar Boote lang.
Die Lichter sind an, aber der Leuchtturm, glaube ich, ist auch an, ne? Ich kann das jetzt, oder? Kann das nicht sein, ne? Der Leuchtturm ist da hinten. Naja. Das wäre echt mal interessant, so zu wissen, wie weit es von hier bis nach... Also ich habe nachgeguckt bei Google Earth. Ich habe hier versucht, so weit nach runter zu zoomen, einfach geradeaus. Also ein bisschen schräg, weil das war die nächste Stadt. Und die nächste Stadt hier, wenn man hier runter zoomt, fliegt, was auch immer, dann ist das nächstes Kairo. Kairo ist auch die... In Kairo war auch das erste Land auf dieser Welt. Auf der Karte, wenn man sich diese Videos anguckt, was war die, so, wo die Länder gezeigt haben, wie sie sich verändert haben, wie viel größer und so. Und genau, Kairo ist es. Ein Land mit Armut, ein Land mit Reichtum, ein bisschen mit Slums, auch genannt, die Armen. Nicht so die Ghettos. Ist kein Alarm angegangen. Da hat jemand anscheinend die falsche Tür benutzt. Oh, oh, oh. Junge, ich dachte gerade, hier geht dieser Feuerwehrmelder los und so. Auf jeden Fall, was ich weiß, in jedem Zimmer ist ein WLAN-Verstärker. Ich weiß jetzt nicht, wo der ganz genau ist. Ob der irgendwo da oben verkabelt oder irgendwo da drin ist. Wer weiß. Aber dieses Internet hier, das top einfach alles. Jedes Zimmer hat einfach, ich habe volle Verbindung. Es ist einfach nur Chili-Milch. Wir sehen uns dann später oder gar nicht mehr. Okay Leute, ja, das war's dann mit für diesen Tag. Fabi zockt jetzt ganz flüssig Fortnite auf seinem Laptop. Genau. Deswegen auch getuned und ja. Minecraft, alles neu hier funktioniert. Ja, 60 FPS. Wir sind jetzt gerade im Teamspeak. Und ich werde jetzt hingehen, weil um 8.30 Uhr ist wieder Aufstiegszeit. Ich habe eh schon weggestellt, ne Fabi, also. Ja, das, okay. Würde das aus. Fein, deine Worte. Ja, es läuft flüssig, also mit den niedrigsten Einstellungen, aber passt. Jetzt können wir hier nochmal schnell die Statistik sehen. Ja. Das war die Einstellungen. Wir sind nochmal alles runtergepegelt, aber best trotzdem, ne? Also das war's. Ciao. Leute, da bin ich ja wieder. Nächster Tag, nächster Dollar. Mit den Koala-Bär. Genau, richtig, Fabi. Brauchst du nichts sagen jetzt. Ja, wir waren gut essen und wir gehen eigentlich jetzt nicht ins Wasser, weil es ist noch viel zu kalt draußen. Draußen ist es so kühl. Kühler Wind. Und da gehen wir jetzt einfach nicht ins Wasser. Jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen durch die Stadt. Ja, Internet läuft bestens. Jetzt sind wir ein bisschen da. Jetzt ist eh noch 10 Uhr. Das heißt, der Frühstück hat gerade zugemacht. Es passt alles. Und jetzt haben wir mal, ja, wie gesagt, durch die Stadt. Und ja, war deine Worte noch? Richtig.
Leute, wir sind jetzt wieder back. Man hat ja wieder ein Video gesehen. Wir waren jetzt vor ein bisschen bei der. Wie nennt man das mal? Wie heißt das? Da, wo halt Stadt, die ganze. Stadt. In der Stadt, aber nee, wo die ganzen Boote gelagert Hafen, sind. Hafen. Ein Hafen hat, wo das ganze Zeug sieht. Das ist das ganze Zimmer wieder gecleant worden. Aber alles ist da kurz zurück da. So. Und ja. Da haben wir das ein bisschen gesehen. Und jetzt hat man gerade noch gesehen. Und Fabi hat mir das Video mit der Real hoffentlich gegeben. Ja, klar. Als wir sind gefahren, ist das immer wieder zurückgeladen. Und ja. Man sieht hier draußen. Beautiful Wetter. In der Früh ist nie irgendwas. Warum brennt immer das Licht? Immer wenn jemand die Tür clean, dann ist da immer das Licht an. Aber Leute, auf jeden Fall, ja. Wenn es später noch essen gehen, ich habe trotzdem immer keinen Hunger. Ja, noch nicht. Ja, ich auch nicht. Also. Mhm. Und wenn wir haben Beute hier, Beute da, überall ist Beute. Also, sonst kann eigentlich eh nichts passieren. Ich gucke jetzt weiter YouTube, weil YouTube ist mal live. Oder Fabi? Vorne, eins möchte ich zeigen hier. Die Steckdosen, Alter. Ich check das nicht. Ich auch nicht. Das sieht aus wie die in London oder so. Wie zum Teufel, Leute. Was haben die hier für Stecker, bitte? Die passt da nicht mal rein. Oder warte mal, geh mal das hier in die Mitte. Wieso check ich das nicht? Oder tun wir das da in die Mitte? Geht auch nicht. Kannst du knicken. Ey, das geht nicht. Da hol ich mein Laptop. Weißt du, was das ist? Das ist in der Art Mülleimer. Da kann man Müll reinwerfen. Und sogar ein Tisch. Ja, schon irgendwie. Ist ein Tisch. Und die Scheiße fällt unten wieder raus. Ja. Weil da unten ja wieder ein Loch drin ist. Mhm. Das hat eine sehr super nachgedacht. Auch wieder Spitzenqualität. Eins möchte ich nur sagen, wir sind ein bisschen zu stark gelatscht. Überall durchgepflastert. Alles ist zugepflastert. Mhm. Also man muss einen Unterschied sagen, in Kroatien wird durchgepflastert alles. Da sieht man nur bei den Hotels zwischendurch nur was Grünes. Aber sonst alles zugepflastert. Alles, die ganze Einfahrt bis alles Mögliche. Also das wird echt krass. Wir wollten ja vorhin ein Trikot kaufen für mit. Aber dann wollten wir ja die Hose nicht, weil wir brauchen eine Hose dafür. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das lieber zu Hause ist alles so scheiße. Ja, weil hier. Teuer oder so Fakes oder sowas. Hier, so hier kostet so, wie viel wollte er sagen, für 100 dann? 100 Kuna ist gleich so, ja. 14, 15 Euro. Ja, ja, hast recht. 14, 15 Euro, ja. Und das, ne. Ja, das kaufe ich zu Hause. Und ich habe so eine JBL-Box gesehen, so richtiger Fake, Alter. Ja, da, also. Da stand nicht mal JBL drauf. Ja, das ist es ja, das Problem. Da stand irgendwas anderes. Und dann versuchen die immer mit Preis höher zu machen oder so. Also, sie kaufen das irgendwo im Internet, bei Amazon oder was auch immer, was sie halt für eine Zahlung und haben. Und kleben ihre Scheiße da drauf. Und dann kleben die irgendeine Kacke da drauf und dann hauen die hier den Preis über Milliarden rauf. Mhm. Und dann ist es das ist fast so teuer wie in der Schweiz, muss man sagen. Ja, in der Schweiz ist noch teurer. Wie viel hat ein Getränk gekostet denn? 8 Kuna ist so 1,20 € oder 30 €. Das geht ja noch. Das geht noch, also aber Getränk geht noch. Aber bei der Schokolade sehe ich es nicht ein. Und Mais kann man auch nicht wechseln. Man kann das Snickers-Eis ist ja auch nicht so schlimm. Das Snickers-Eis aber normale Schokolade, so Kinderschokolade, richtiger Scheiß hier. Ja, das ist echt viel zu teuer. Vor allem 2 Euro, bei mir 1,50 €, Alter. Ja, das ist. Das sehe ich einfach nicht ein, Alter. Ja, das ist übertrieben mit dem Geld hier. Scheiß Steuern, Alter. Also, ich weiß nicht, wie das die anderen, die Einwohner hier, das schaffen mit irgendeiner Kohle. Ja, wenn man schon lange da war, dann gewöhnt man sich. Ja, bestimmt, wenn man herzieht von Österreich hierher, dann müsste man echt ein Problem haben, langsam. Na, aber, ja, schon. Ja, dann wird es knapp. Also, in die Schweiz oder sowas, ne? Aber ich bleib bei Österreich, weil das ist ein Brutto bei 2010. Ja, ja verdienst du mehr. Ja, da gibt's auch nicht so irgendwie Hartz IV oder sonstige eine Kacke. Da wird man einfach, wenn man keine Wohnung hat, dann wird man in der Wohnung geschmissen. Das gibt's bei uns in Österreich, keine Leute, die auf der Straße leben. Das gibt es nicht. So. Und hier auch nicht. Weil wir sind ja hier in Urlaub und ne. Also eins möchte ich nochmal klarstellen. Hier wird geradeaus. Genau hier geradeaus, ein bisschen hoch, da kommt man zu Triest Golf, also das ist da oben dann die, zum, nach Triest kommt man sozusagen. In dieser Richtung, hier rüber, kommt man nach Libyen. Und hier ganz runter zum Leuchtturm kommt man dann nach Kairo. Also nicht ganz genau nach Libyen, aber ist die nächste Stadt dann, oder das nächste Land halt.
das nächste Land hat. Also da muss man einfach mal überlegen, einfach mal über Wasser und schon ist man dort. Also Leute, das war ein kurzes Update. Double Peace, Peace, Double. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe mich schon lange gemeldet, wir haben jetzt kurz vor 18 Uhr. Bald gehen wir dann essen später, ich glaube 19 Uhr oder so. Werden wir uns noch fertig machen und dann wird ein bisschen schon gepackt, weil wir werden dann morgen schon gleich los. Also jetzt nicht direkt oder früh, aber so vormittags wenn wir dann losziehen. Ja, und mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen, wir waren derzeit das Essen, so 15 Uhr. So, da hinten ein paar Pommes haben wir gegessen, also hat Fabi gegessen und ich habe ein paar Kartoffeln gegessen, weil ich da dann nicht so Hunger war. Ja, sonst läuft nichts, YouTube gucken und die anderen sind glaube ich unten oder so, die machen irgendwas. Keine Ahnung, was die machen jetzt an. Ich gucke das halt ein bisschen, ne? Und, naja. Gibt es eigentlich gar nichts anderes was zu sagen. Doch, eins gibt es zu sagen. Das ist ja dieses Licht, ne? Warte mal. Das Ding quietscht wie sonst was. Aber na gut, so ist er halt quietschen, meine Güte, ist er. Das war überraschend. Und dort Rest glaube ich, war das auch schon so, dass die Lichter da immer gequietscht und gekracht haben. Ist das verfahren auch so? Natürlich. Na gut, ist er halt. Mit dem Scheiner, ne? Jetzt ist gerade fast der Untergang. 23 Uhr, ich habe die Klima. 23 Uhr, 23 Grad so. Wir haben jetzt noch kurz vor 20 Uhr oder 21 Uhr, weiß ich jetzt nicht. Guck mal kurz, wann befeuert sind. Ich gucke jetzt mal. 53 haben wir. Gut, schaut mal wieder aus. Wenn man hat sein, kann das sich auch schön. Egal. Ja. Laptop ist wieder aufgebaut, wir haben ein bisschen gerade gezockt. Jetzt haben wir Essen noch davor. Also, ne? Man sieht hier ganz schön. Also, ich habe hier für das Licht angemacht, ich finde das super schön. Mega schön. Und ja, wir haben ein bisschen gesprochen so. Und irgendwann habe ich mir so vor, so ein Zimmer zu machen. Oder so ein eigenes Gaming, so ein Gaming-Room so zu machen. Da bauen wir so eine Couch drin auf und da muss ich auch so ein Licht dahinter. So hinter der Couch so ein LED-Licht dahinter, warum dahinter? Ich habe das so nicht gesehen. Aha. Boah, meine Augen. So, also, das ist das Neue hier. So, kennt man schon, ja. Sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Hoffentlich geht heute der Alarm nicht wieder los, ne? Also, der ging ja nicht bei mir, der ging irgendwo in Gang. Meine Eltern haben ja gesagt, der Fahrstuhl ging da auch für eine kurze Zeit da nicht. Keine Ahnung, was da war. Ich habe sogar auf Aufnahme. Ja, ich schneide doch den ganzen Blog zusammen. Alles, was ich bekommen kann, ist einfach, dass alles jetzt hat Fabi morgen Lust, zu diesem Laden zu gehen, wo wir gestern waren, zu Konsum. Das ist da hinten, ganz da hinten. Und so eine Brücke muss man darüber gehen. Oder man fährt einen Bummelzug, aber. Nee, passt schon. Das kostet so 1,50 in unserer Währung. Ja, geht schon klar, aber die Kinderschokolade. Ehrlich, ne. Die könnte man sich nicht kaufen, aber. Na gut. Morgen sind wir eben wieder los. Also so um 12 Uhr circa sind wir dann fahren wir wieder los. Da sind wir so nachmittags, spät Nachmittag, ja circa nachmittags sind wir wieder zurück. Und dann habe ich eigentlich wieder frei eigentlich, weil ich habe ja dann für Montag ja schon Video, genau. Und dann am Dienstag muss ich noch was aufnehmen. Dann Mittwoch sind wir schon mit der Kacke. Na gut. Macht ja auch nichts. Ich kann dann in der Schule direkt essen, dann habe ich da zu Hause dann nichts mehr zu tun. Kann ich auch direkt am PC wieder designen. Und wenn ich mache da eh nichts, so dann spezielles Aufnehmen, Schneiden oder irgendwelche Videos gucken und dann ein bisschen die Ideen von den Leuten, die das machen, umarbeiten. So in meine Idee oder was. Habe ich Lust, dann zocke ich halt was Privates. Und wenn mir da irgendwas derzeit einfällt, zum Beispiel, du könntest auch ein geiles Musikvideo oder sonstiges machen, dann mache ich das zum Beispiel irgendwie oder suche nach Liedern, die mir gefallen oder sowas. Also das ist so mein Alltag am PC. Zocken ist jetzt nicht so meine Spezialität. Das kann auch deswegen auf der Grund sein, dass nicht so gut in Fortnite oder was auch immer. Aber man muss ja nicht gut sein oder man sollte auch nicht. Weil viele haben ja bei Dago sind schon mal Fall, sind immer gesagt so, ey, ihr seid immer voll die Kacken und so. Und so.
Ey, man muss nicht der Profi sein, man sollte er auch nicht. Ich meine, wenn man der Noob ist, ist das ja da, ist das Beste daran eigentlich. Da man soll und nicht immer der Beste sein und sagen, haha, ich habe 10 Kills in einer Runde und du so. Ja, schön, dass du suchten kannst und so, aber ist mir doch ganz egal eigentlich. Immer da will man leben, was draußen sich abspielt, aber nicht drinnen. Einige sagen zum Beispiel, deine Eltern fahren in den Urlaub und du sagst so, nee, keine Lust, verpiss dich mal und ich mach das selber. Oder ich zock lieber. Gut, meinetwegen. Du bist halt in ein paar Stunden Level 390 oder so, ist mir doch egal. Na gut, wenn wir da jetzt nicht zu lange aufhalten. Das war's dann für heute oder nee, später kommt dann noch was. Und ja, ich schneide das zusammen. Also, nee. So, bitte. Das wird jetzt hier. 11 Uhr. Nach 11 Uhr nicht. Und jetzt. Ich stelle mir hier bitte ein bisschen Button, dass wir das hinkommen. Aber ich hab den Glauben, haben wir schon wieder alles. Und schön, und ja. Sehen wir uns dann gleich wieder zu Hause und gleich auf der Fahrt noch. Ich bin wieder back. Ist schon seit einer Stunde. Es regnet draußen. Und ja, ich glaube, das war dann das Ende mit, für diesen Vlog. Was ich da jetzt noch sagen soll. Ich hoffe, ihr wart fleißig am Kommentieren und am Liken oder was auch immer. Oder einfach am Genießen und Chillen. Das ist besser als Kommentieren und alles Mögliche. Also, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Wir haben alles erzählt eigentlich. Ich habe bis jetzt mit Moritz kurze Zeit mal geredet, jetzt sonst nichts, aber ich glaube, dass das wir später noch irgendwann reden, weil jetzt haben wir ja Ferien in der Zeit, aber also wenn das wieder rauskommt, dann war das der letzte Ferientag. Ja, das war es dann. Ja, aber dafür haben wir dann länger Sommerferien, da bin ich eher drauf eingestellt, als jetzt im August dann in der Schule zu sitzen, ist auch nicht das Schönste. Deswegen einige sagen jetzt, haha, ich habe noch Ferien. Schön für dich, aber dafür hast du dann die Sommerferien, wenn dann bei dir immer kürzer. Das ist ja nicht mein Problem dann, ne? Das ist eher dann deins, würde ich sagen. Aber na gut, ich möchte halt lieber so haben. Ja, das war's dann, Leute. Ciao, ciao, bye bye, euer GamerP.